Und jetzt ist es endlich soweit, Ries. Hat es fast geschafft. Er muss nur hier reinspringen und jetzt... Los, Ries! Rette deine Verlobte! Ja, man kann die Spannung von schon fast hier mit... Na gut. Damals war es bestimmt richtig spannend. Und hier müssen wir jetzt sogar nachdenken, was wir tun. Vor allem, weil diese... Ist das jetzt der dritte Palette-Swap von den Viechern? Die haben ja schon in drei Farben, ja? Okay, Lyle. Benutz... zu. Genau, testen wir das mal. Und ansonsten konzentrieren wir uns auch auf die Viecher, die uns vergiften könnten. Gut, die sind nervtötend. Also Stahlschwert auf die. So, Mir, du hast die langweiligen Waffen. Damit greifst du das langweilige Viecher an. Und was Ren macht, ist mir eigentlich wurscht. So. Erledigt. Problem 2 erledigt. Gut. Naja, gut. Immer noch besser als ein Treffer. Gut, und jetzt wenden wir einfach mal Kloppologie an. Und der Weg dürfte frei sein. Gut. Das war simpel. Also los. Wir retten dich. Wie hieß die eigentlich nochmal? Ich habe den Namen inzwischen total vergessen. So lange sind wir hier rumgerannt. Okay. Wir nehmen einfach mal an, dass er sie besiegt hat. Und jetzt gehen weiter. Wow, 3 Schritte und wir werden wieder angegriffen. Okay. Jetzt überraschen wir die Viecher. Aber die sind so alt, die Viecher. Dass wir gar nicht richtig hingucken müssen, was wir machen. Die sind so schnell weg vom Fenster, das gibt's gar nicht. So, Ries ist auf dem Weg in diesem komischen Stallhaufen. Na, hier ist es gut, dass wir durch die Wände gucken können. So wissen wir, dass das leer ist, der Raum. Aber eigentlich komisch, aber jetzt fällt mir es auf. Der Hintergrund ist wirklich abscheulich hässlich. Und sieht irgendwie überhaupt nicht aus wie ein Keller-Dungeon oder was das sein soll. Ich meine, wo sind zum Beispiel die Wände hin? Die sind ersetzt mit Dunkelheit? Wer hatte denn diese bescheuerte Idee? Okay. Jetzt muss ich das mal testen. Ist da vielleicht doch ein Geheimgang? Ach, kommt, Leute. Warum könnt ihr nicht wieder zurückgehen zu dem Techno-Dungeons? Und natürlich vergiftet und verbrannt. Aber dafür räche ich mich hier einfach mal so. Zerstört. Ah, ja. Simpel, aber effektiv. Ich denke, ich gehe mal lieber eine Heilrunde hier einsteigen. So. Wir sparen uns nämlich die Technikpunkte jetzt möglichst lange auf. Ach, was soll's. Testen wir das mal. Oh. So. Res, los. Heilen ein bisschen. Das reicht. Wir wissen ja nicht, wie schlimm es hier noch wird. Und natürlich der nächste Angriff. Und diesmal damit. Typisch. Also was haben wir hier? Viecher, die uns vergiften können, gemixt mit Viechern, die uns tatsächlich umbringen könnten. Also müssen wir erstmal sicher gehen, dass wir hier auch auf die richtigen Leute zielen. Und Vren, wir wollen mal auf Nummer sicher gehen. Du zielst auf einen von denen da. Und du, Lyle, probierst mal das wieder auf. Gucken wir mal, wie wir damit kommen. Und jetzt... Autsch. Autsch. Jungs. Da muss man aufpassen, wenn man in zu viele Kämpfe reinläuft, könnte das hässlich werden. Aber bis jetzt haben wir damit kein Problem. Und wir haben wieder mal gewonnen. Und es war komplett nutzlos, weil hier ist tatsächlich kein Durchkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo diese Treppe hinführt. Aber du nimmst jetzt erstmal Monomaten, das Einfachste vom Einfachsten. Damit sie uns hier nicht vom Fleisch fällt. Und jetzt gehen wir die Treppe hoch. Ach, langsam nervt ihr mich. Okay, ich mache jetzt mal fast forward durch diesen Kampf. Und weiter geht's. So. So, was gibt's jetzt hier noch zu sagen? Oder abgesehen davon, Ries anzufeuern. Oh, das ist ja schon fast selbstmörderisch dumm von euch. Habt ihr wohl ja eure stärkeren Brüderchen vergessen diesmal, oder was? Okay. Aber jetzt wollen wir mal sehen. Los, Ries, Treppe hoch, stürm das Schloss. Na gut, jetzt sind wir nur auf der Innenseite.
Aber wenigstens haben wir eine neue Zone erreicht. Und, aha, so können wir da hingehen. Oh, oh, und Monster... Ach, kommt, es ist hellig der Tag und ihr macht das schwarz? Meint ihr das ernst? Und wir stehen auf Gras, nicht auf... Oh, Mann. Wisst ihr, das ist praktisch das Gegenteil von dem schönen Hintergrund in diesen Techno-Dungeons. Wir hatten euch erzählt, das sei eine gute Idee. Muss ich mal nur mal sicher gehen. Darauf achten, dass Ries hier sein Schwert nicht auf die Schwächsten drauf klappt. Also, diesmal kommt Lyle zuerst dran. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen, dass sonst die Kräfte hier nicht ausgehen. Aber dafür gibt es hier wie immer noch die speziellen antiken RP Rollenspiel Taktiken 101. Einfach versuchen, so weit zu kommen wie möglich und alle Schätze finden und dann abhauen und es nochmal versuchen. Und das Schutt? Nee, nichts Ungewöhnliches hier. Und diese Bäume, drei Bäume stehen so dicht aneinander, dass wir nicht vorbeikommen. Oder Ries will einfach nur seine Kleidung nicht spritzig machen. Das ist nun wirklich bescheuert. Aber ich beschwere mich nicht. Besser als diese Mutantenhorde, die wir davor hatten. Okay, hier ist offensichtlich der zweite und der dritte Untergang. Das ist eine ziemlich bizarre Kombination. Mal sehen, ob wir die ein bisschen zurückstutzen können. Jo, benutze jetzt Tsunami oder was das sein soll. Und dann mache ich nochmal... Ja, und du da, genau. Und dann mache ich noch... Und sind nur mal sicher, dass unsere schwereren Klopper nicht einfach blind irgendwo hinfeuern. So. Glob heißen die Dinger. Was sollen die eigentlich sein? Sowas wie... Steine? Schlangen, die mich anstarren? Oder nur ein ziemlich bizarr aussehender Haufen Scheiße. Egal was sie sind, sie werden jetzt ziemlich schnell eliminiert. Okay, und jetzt, oh Wunder, jetzt wo der Kampf zu Ende ist, stehen wir wieder auf einer Wiese und nicht mehr auf diesen braunen Platten. Und es ist auch wieder Tag. Nicht mehr finstere Nacht. Ah ja, und für mich meine... Ah ja, das war die Strafe für meinen Hohn, oder was? Okay, Lyle, du musst mal wieder... gravitieren hier. Und die anderen einfach fire at will. Diese Sechsergruppen sind am gefährlichsten. Na, wenigstens sind ihre Techniken nicht so schrecklich. Ich wünschte wirklich, diese Animation würde ein ganz kleines bisschen schneller gehen. Ja, Lobo Wing. Ach, das zieht sich in die Länge hier. Aber im Prinzip kann ich die meisten Kämpfe immer noch gewinnen, indem ich blind angreifen lasse und wenn Noda Mann ist, hinterher heile. Bin mal gespannt, wann uns der erste Endboss in diesem Spiel begegnet. Bis jetzt war es ja einfach nur wildes Rumgekloppe auf das einheimische Leben. Okay, schon wieder, der diesmal nur spiegelverkehrt und diesen Kampf erspare ich euch. Wir sehen uns nach dem Kampf. So, Monsterstatus gleich tot und weiter geht's. Ja, und Ries ist jetzt Level 17, da das Gekloppe nun schon lange genug von sich geht. Und wir heilen jetzt mal ein bisschen. Bringt aber nicht wirklich so viel was. Na, wenigstens haben wir noch haufenweise Heilgegenstände, falls es wirklich kritisch wird. Und wir schauen mal, was wir hier noch so finden können, wenn wir hier rumlaschieren. Ah ne, da geht's wieder zurück. Oh, nee, verdammt, wir sind so lange rumgelaufen, dass es wieder Nacht ist. Okay. Das ist praktisch wie schon wieder spiegelverkehrt von dem, was vorher kam. Ein paar originellere Gruppen konntet ihr nicht finden, oder was? So. Jetzt tue ich mal so, als würde dieser Zauber hier, sobald ich die Runde starte, gleich... Ah, nee, wisst ihr was? Fast. Okay, das war's. Aber jetzt müssen wir langsam aufpassen hier, dass wir das überleben, was wir hier uns vorgenommen haben. Ja, die Trefferpunkte sinken alle langsam ziemlich schnell nach unten. Unsere Heiler haben inzwischen auch Probleme.
Ja, das sieht schlecht aus. Vor allem, weil der da keine Heilsachen hat, sondern nur Angriffssachen. Dafür können wir stärker denn je zuschlagen. Wir haben wieder 900 Meseten. Dann versuchen wir mal, eine bessere Waffe für Mjö zu holen. Aber das ist wieder fällt unter Grinding und das will ich euch ersparen. Also tun wir einfach mal so, als würde Ries jetzt hier... Ah ne, Quatsch. Wir machen das echt. Ich gehe einfach zurück. Und... Och, nee, nicht ihr schon wieder. Nicht ihr schon wieder. Okay, die endlosen Monsterorden haben natürlich ihren Zoll gehabt. Und Ries hat sich leider übernommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Escape-Pipe benutzen können, um hier abzuhauen. Tatsächlich, es beamt uns wieder an den Anfang zurück. Gut. Jetzt lassen wir uns von unseren Feinden hier helfen. Nicht nur mit neuen Waffen, sondern auch natürlich wieder mal mit Wiederbelegung. Also gut, ich glaube, dieses Zeichen hier war das, was wir gesucht haben. Und naja, genau. Ries kann nicht mehr kämpfen, weil er so schwer verwundet ist, aber er ist immer noch unser Anführer. 0-0. Ries braucht das. Das kostet uns 50 Meseten. Ja, ja, genau. Und zwar in eurer Stadt, nicht wahr? Problem gelöst. Jetzt müssen wir nur noch übernachten. Und mal sehen, suchen wir uns eine neue Waffe aus, jetzt wo wir hoffentlich genug Geld dafür haben. Und die Monster da brauchen wohl doch ein paar heftigere Schläge auf die Hinterbacken. Schauen wir mal, vielleicht ist es dieser eine Gegenstand, den ich jetzt kaufe, der ausreicht, um es uns den Durchgang in einem Stück zu machen. So, genau. Nee. Dann mit etwas Glück. Halt, haben wir eigentlich noch eine Escape-Pipe? Haufenweise Zeug. Ja, eine haben wir noch, also müssen wir keine neue kaufen für unseren. Noch haben wir genügend Zeugs zum Rumschauwenzeln. Aber wenn wir es im nächsten Durchgang nicht schaffen, wird es natürlich kritisch. Okay, Klaue. Hunting-Klaue. Yep, steigert Angriffskraft und Verteidigung. Das ist doch optimal. Verkaufen wir jetzt mal die Hunting-Klaue und hoffen, dass das ausreicht, um gleich die nächste Version zu kriegen. So, Mjö, verkauf diese komische Klaue. Ja, ich bin so nah dran, dass ich jetzt nicht aufgeben will. Hat einer von uns noch irgendwas, was er nicht braucht? Und Trimaten bringen ziemlich viel Geld. Der hat nicht viel, was er verkaufen könnte. Das brauchen wir auch alles. Aber ich habe jetzt eine Idee. Das ist praktisch Geld in diesem Fall. Yep, das bringt eine Menge Geld. Und das ist ohnehin viel stärker als alles, was wir zurzeit brauchen könnten. Die Marten reichen ja schon völlig aus. Also kaufen wir uns von dem Geld eine noch weitere Stahlklaue. Dann brauchen wir nur noch Geld für Vrens bessere Waffe. Mjö. Dein. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann haben wir zumindest genügend Geld, um beim vierten Durchgang dann voll ausgerüstet zuzuschlagen. So in die linke Hand. So. Problem gelöst. Jetzt verkaufen wir nochmal den Gramsch. Den Mjö jetzt mit sich rumschleift. Jetzt nochmal kurz übernachten, ausruhen und wieder rein. Dann gut. So, wo war das nochmal? So. Okay, das ist jetzt ohnehin nur eine Wiederholung von dem, was ich schon mal gemacht habe. Wir rennen dahin, übernachten und rennen wieder genau zu demselben Punkt hin, wo wir schon waren. Also kann ich das ja auch ruhig beschleunigen. So, da sind wir wieder im schönen Garten von... wo immer dieses Kaff auch ist und wie es heißt. Irgendwas mit S, glaube ich. Und wir sind, wow, von so vielen Monstern auf dem Weg angegriffen worden, dass wir schon wieder total angekratzt sind. Das könnte noch eine Weile dauern, Leute, hier. Na, es ist nicht so, dass das Spiel einfach ist oder auch nur besonders cool, sondern nur, dass die Anzahl der Gegner und der Angriffe dieser Gegner so absurd hochgezogen ist, dass nur der Eindruck entsteht, das Spiel wäre lang. Naja. Geht halt nicht anders. Müssen wir halt auf die Viecher einschlagen, bis irgendwas nachgibt.
Aber wenigstens können diese komischen grünen Dinger von diesem Ding getroffen werden. Aber gegen diese Lobo-Viecher ist das leider fast nutzlos. Das müssen wir ertragen, wie die Viecher uns ins Gesicht springen. Und dieses Wackeln mit den Flügeln. Und wehren uns einfach nur mit Waffengewalt. Wenigstens sind ihre Feuerbälle tatsächlich eher schwach. Aber unsere Trefferpunkte gehen immer schon noch weiter nach unten und nach unten und nach unten. Das war ein ziemlich schlechter Run, muss ich sagen. Wir sind gerade mal hier angekommen und schon pfeifen wir wieder aus dem letzten Loch. Und zwar buchstäblich. Oh, das sieht so schlecht aus. Jetzt muss ich schon wieder an meine Gegenstände ran. Haben wir noch irgendwelche Monomatten, die billig sind? Sonst fangen wir wieder an, Geld zu bluten. Ja, er hat noch eine. Er braucht es am dringendsten. Sie hier, sie kann zweimal angreifen, damit die kleinen Viecher aus dem Weg räumen. Das ist am besten. Die Frage ist jetzt, gehen wir hier unten rein oder da oben? Ja. Oh Mann. Das wird schlimm. Das wird schlimm. So, Rice Davis, du greifst da an. Vren, du ballerst auf die Viecher dahinter. Und Lyle, du benutzt wieder mal fette Magie. Und zwar das diesmal. Versuchen wir mal. Das, diese Taktik. Ah, hier wirkt es doch wunderbar. Das ist doch gut. Damit kann ich die Viecher schneller erledigen als bisher. Die müssen natürlich eigentlich auch bei Valium weggemacht werden, aber das hättet ihr sparen können. Ich bin auch selber schuld. Ah, das ging auch viel leichter. Jetzt machen wir mal einen kurzen Spinkser nach da unten. Und gucken, ob das eine Sackgasse ist oder so etwas. Nein, natürlich nicht, aber da ist noch eine Treppe. Wollte ich gerade sagen. Okay, ersparen wir uns diesen Kampf hier nochmal. Oder nee, diesmal ziehen wir es durch. Lyle, hier kannst du ja leider... der Zauber wirkt ja nicht so stark. Ah, versuchen wir das mal. Brian, könntest du bitte dahin zielen? Danke. Dahin und dahin, danke. Und was du Ries machst, ist mir jetzt eigentlich wurscht. Da wird man es schon für ein Ziel für sein Schwert finden. Nee, das funktioniert nicht so gut. Autsch. Okay, jetzt schnell ausschalten, bevor es zum Problem kommt. Und er greift natürlich als erstes an, du verdammtes Mist, wie hier, schluck Krallen und stirb. Oh weia. Jetzt gehen unsere Reserven langsam dem Ende entgegen. Aber solange ich die eine Escapipe habe, kann ich jederzeit abhauen. Also kann ich noch weiter vorstoßen. Ah, ich sehe gerade, die andere Treppe hätte ich dahin geführt und in die Richtung. Okay, Überraschungsangriff. Wir machen am besten so lange weiter, bis einer von uns, einer aus der Truppe hier krepiert. Auf diese Weise verpassen wir nicht den Moment, wo alles zu spät ist. Ah, oh Gott, das war so ein klischeehafter Unsinn. Vergesst das mal, was ich gesagt habe. Das war so offensichtlich. Das habe ich wahrscheinlich nur gesagt, damit ich jetzt hier nicht stumm zugucken muss, wie wir durch Kampf Nummer 50.000 durchrennen. Und, okay, wir wissen, wo das Ding ist. Hier, die haben wir wieder überrascht. Das ist also schnell zu Ende. Tja, Ries hat wieder mal erfolgreich geschlachtet. Gucken wir diesmal mal, wo es hier oben lang... Oh, das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse mit Monstern. Okay, aber das sind Monster, wie wir sie schon 1000 Mal gesehen haben. Okay, das Geld dürfte eigentlich ausreichen für irgendeinen Heilgegenstand oder so etwas. Vielleicht sogar für eine Diamate. Dann geben wir das hier mal an Vren, bevor unser Cyborg zusammenklappt. Und dann rennen wir zurück und gucken mal, wo die andere Treppe unten hinführt. Falls wir so lange überleben, heißt das. Oh, natürlich. Die erste Vergiftung. Nicht, dass das jetzt noch was bringt. Schließlich habe ich sogar fast alle Heilgegenstände aufgebraucht. Also kann ich mir die Antidotes mal sparen.
Okay, die Dungeon-Expedition geht weiter. Naja, zumindest wird man hier herausgefordert und nicht so wie bei manchen Spielen von heute, wo man quasi an der Hand gehalten wird und überall herumgeführt wird. Nee, hier muss man da alles selbst planen. Wenn man Mist baut, dann hat man nur noch einen Haufen Leichen irgendwo in einem dunklen Keller liegen. Umgeben von hunderten von Monstern, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, nicht mal ein Monster, weil man sich zu dumm angestellt hat. Aber Ries müsste normalerweise jetzt schon langsam wissen, wie das hier vor sich geht. Und immerhin kann man auf diese Weise gut Geld verdienen, wenn man bedenkt, wie viel Miseten die alle mit sich herumschleppen. Gut, aber das war jetzt... Oh ja, kaum. Komm im neuen Raum, schon sind wieder Mutantenviecher da. Aber Lyle ist dabei und benutzt diesen Allround-Angriff gegen alle. Wir wollen mal sicher gehen, dass Vren seine Schießknarre benutzt, um auch nach hinten zu schießen, was die anderen macht, ist eigentlich wurscht. Diese Vergiftungsviecher müssen eh alle weg. Und diesmal ist Lyle mal als erstes dran, das ist am besten. So verschwendet keiner seine Angriffe. So, mit ein bisschen Taktik diesmal haben die armen Viecher nichts machen können, außer mich zu nerven durch die Zeitverschwendung. Dann nehmen wir jetzt mal dieses Ding, genau. Falls das, was wir hier oben sehen, mit dem, was wir unten sehen, auch nur ein bisschen Zusammenhang hat, dann müssten wir Glück haben und gleich an dieser Stelle sein, die wir eben gesehen haben. Vren, hier hol dir einen Wolfpelz mit Flügeln dran. Ja, dann tu das Kleinviech ausräumen, wegräumen. Ja, Lyle, hier wäre es auch gut gewesen, wenn du mal zuerst dran kommst. Aber was hat halt nicht sollen sein. Ah ja, genau, gegen die Viecher hilft dir diese Feuertaktik. Wahrscheinlich, weil die Angst haben vor Feuergras oder so ähnlich. Und dann mal da rein, noch schnell. Ries springt da runter, ehe ich noch mehr dummen Scheiß rede. Und... Moment mal. Willst du mich jetzt verarschen? Na komm, das muss ich mir nur angucken. Jetzt geht mal aus dem Weg, Monster. Ich kann nicht sehen. Solange ihr da seid, ist Nacht. Das ist schlecht. Weg, weg, weg. Und Vren wurde wieder aufgestuft. Also mal sehen. Also, das führt dahin. Und... kommt, jetzt sterbt endlich, Mann. Für euch gebe ich nicht mal Techniken aus. Typisch. Hier, nicht mal deine Feuertaktik kann dich hier noch retten. Oh, jetzt wurde Lyle aufgestuft. Och, das nervt. Zwei Schritte und schon wieder Mutantenviecher. Ja, aber wirklich, da muss auch 50 oder 70% oder sowas stehen pro Schritt. Gut. Vren. Ziel. So, mehr kann ich nicht machen. Außer, dass hier wieder mal gewütet wird. Ries scheint diese vergiftenden Rattenviecher wirklich zu hassen. Er geht mit dem Schwert immer zuerst drauf los. Ja, ja, hier kriegen Kugelsalve in die Fresse und Klauen und was nicht alles und Kopf ab. Und jetzt nehmen wir mal die Treppe hier. Ah, da lausen mich doch gleich drei Affen. Das war's also nicht. So. Na, ein bisschen schwer, sich hier Überlegungen anzuführen, wo was hinführt, wenn man gleichzeitig mit diesen Viechern zu tun bekommt. Aber was soll's. Ja, Schnauze, ist mir vollkommen wurscht, was ihr macht. Ihr kriegt jetzt gleich eins auf die Fresse. Oh, toll, jetzt wäre kein Wunder, dass das bei denen so wenig funktioniert. Die wenden das ja selbst an. Jetzt gibt's kein Halt mehr. Jetzt kloppen wir auf euch ein, bis irgendwas nachgibt. Und erledigen euch. Der Weg frei ist. Okay, so langsam kriege ich den Hang raus. Wir wissen jetzt zumindest keine dieser drei... sag mal schnell, Treppen führt ans Ziel. Wir müssen also wo weiter hier nach Westen marschieren. Und bevor wir auch nur einen Schritt weitergehen können, werden wir wieder mal von hunderten von Mutantenviechern angegriffen. Aber diesmal habe ich langsam genug. Hier, Grillzeit für dich. Und du, Vren, gib ihnen den Rest. Dafür hast du das Ding schließlich.
Und wir wollen sicher gehen, dass Rhys Davis hier nicht versehentlich das kleine Viech da ermordet mit seinem Superschwert. Dann lassen wir das machen und er haut hier drauf. Fertig. Ab. Gut. Das liegt auch schon viel besser. Gut, gut. Yeah. Haha. Jetzt guck dir dumm, nicht wahr? Du wirst mit dem Schwert aufgespießt und jetzt gibt's ja nochmal da einen mit dem Stab drauf und fertig ab. Gut, 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 gut. Und natürlich geht's hier weiter. Jetzt wiederholen wir mal unsere andere Anti-Lobo-Fliegen-Taktik. Hier uns hier noch die Tech-Points rausgehen. Der Rest ist ohnehin nur da, um uns eine kostbare Runde verschwenden zu lassen. Erledigt. Wo führt das hin? Oh, das ist doch schon mal ein Schritt weiter. Wir nähern uns langsam unserem Ziel, glaube ich. Ne, das ist eine Schatztruhe. Und wir haben die Trimaten wieder zurückgekriegt, die wir gerade verkauft haben. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich gerade? Schauen wir mal. Ne, Status müssen wir dazu gucken. 1380? Gut, dann können wir doch ihm jetzt hier seine beste Waffe besorgen. Und gucken, was wir für den Hunting Shot kriegen. Dann können wir einige dieser Viecher mit einem Schuss erledigen. Das ist doch super. Und hier kommen sie wieder. Und diesmal habe ich keine Angst vor euch. Gut, 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 gut. Versuchen wir das mal hier. Und ihr kloppt einfach noch alles, was ihr sehen könnt, drauf. Ha, du bist alleine und das ist dumm. Das bedeutet, du bist jetzt tot. Schauen wir mal, ob wir es noch rausschaffen, bevor wir wieder angegriffen werden. Oh, wow. Glück gehabt. Gut, das heißt dann theoretisch, dass wir hier lang müssen. Ach ja, das sieht schlecht aus. Heilgegenstände sind fast alle. Wir haben keine Möglichkeit mehr zu heilen. Gut, Vren, schießt das Viech ab. Lyle, setz nur noch einen deiner Mini-Feuerbälle hinterher. Madumye, greifst einmal hier an und einmal hier an. Und Rhys, du haust dein Schwert in diesen komischen Klumpen. Das ist optimal. Das heißt, wenn er überlebt noch so lange. Ah ja, jetzt hat er leider das Ding direkt in die Fresse gekriegt und ist bewusstlos oder tot oder was auch immer. Aber wir haben wieder mal gewonnen. Und tatsächlich, aber weiter können wir leider nicht mehr vorrücken. Weil es sieht schon wieder schlimm aus. Sehr schlimm. Glücklicherweise funktioniert die SK-Pipe auch überirdisch, weil in diesem Fall das technisch gesehen als ein Dungeon zählt. Ach ja, Computerspiele-Logik. Diesmal arbeitet es glücklicherweise zu meinen Gunsten. Und wir können hier wieder rausklettern und sind in Sicherheit. Cool. Gut, jetzt auffrischen. Neue Ausrüstung und wieder rein. Aber das spare ich mir für jetzt. Ich habe euch schon genügend gefoltert hier. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und das wird dann der letzte Versuch sein, hoffe ich. Dann werden wir diesmal, jetzt wo wir den richtigen Weg haben und Maximum an Ausrüstung. So, haben wir ja gekauft. Also wie gesagt, jetzt wo wir den richtigen Weg kennen, Maximum an Ausrüstung haben und durch unsere Geprügel mit diesen ganzen Viechern ordentlicher. Ja, das sieht auch schon mal besser aus. Ordentlich was an Erfahrungspunkten gewonnen haben. Sollten wir beim nächsten Durchgang keine Probleme haben. Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. The Void Doctor aus.